Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsrückblick auf meinem Kanal. Ich bin der Domi, wie immer, und es ist wieder Mai, beziehungsweise es ist nicht wieder Mai, es ist jetzt schon Juni. Und ihr kriegt natürlich den Monatsrückblick vom Mai mit. Ich habe wieder 1000 Sachen aufgeschrieben und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Und deshalb schaut es euch einfach nur kurz an in der Kurzübersicht. Die ersten A350er der Lufthansa werden in München stationiert. Swiss wird Erstbetreiber der C-Series. Airbus A400M in Sevilla abgestürzt. Delta übernimmt die erste A330-242-Tonnen-Variante. Die BDL bzw. der Bundesverband der Deutsche Luftverkehrswirtschaft hat jetzt den Fluglärmreport für 2015 rausgegeben. Auf ihrer Webseite bdl.aero haben sie die Fluglärmzahlen für 2015 veröffentlicht mit vielen, vielen Bildern und Texten, und ich finde, das ist ziemlich anschaulich und deshalb der Aufruf unten in der Videobeschreibung ist der Link. Schaut ihn euch wirklich an, das ist wunderbar. Ich kann euch jetzt hier nicht alles sagen darüber, denn das würde dann 3 Stunden lang dauern. Aber ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es kam raus, dass vollere Flugzeuge verwendet werden, dass weniger Flugzeuge verwendet werden, aber trotzdem mehr Passagiere transportiert werden können. Auch, was ich ziemlich imposant fand, ist, dass im Gegensatz zu 1960er Jahren die Flugzeuge der neuesten Generation 80% leiser sind und damit natürlich eine deutliche Unterschreitung der Lärmgrenze gemacht wird. Auch wurde die Lärmentwicklung anhand der 737-Familie gemacht, was ich ziemlich geil finde, weil man halt mal sieht, was die 737-100 hatte, was die 737-800 und 900 inzwischen haben. Und natürlich ist auch, wie eigentlich immer, ein Vergleich zwischen Auto, Zug und Flugzeug. Und da sieht man halt einfach wieder, dass 13,7 mal mehr Personen von Autolärm betroffen sind als von Fluglärm. Ja, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und wir machen direkt weiter. Denn Lufthansa möchte, beziehungsweise Lufthansa wird ihre ersten A350er in München stationieren. Und das freut jetzt natürlich alle Münchner, denn eigentlich kriegt Frankfurt sonst immer so die ganzen Erstplatzierungen. Ab Ende 2016 werden die ersten 350er ausgeliefert und die werden dann halt, wie gesagt, nach München überführt. Warum München? Denn in München sind viele, viele A340-300er im Einsatz, oder auch 600er, glaube ich. Ich war noch nie in München am Flughafen, deshalb kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Die A340er, 300er sind die alten Modelle, werden durch die 350er ersetzt und dadurch macht es halt keinen Sinn, die hier alle nach Frankfurt zu holen. Deshalb werden die alle nach München geschifft und dadurch kommen halt die ersten nach München. 25 A350-900er sind bestellt, also die Versionen, die bisher auch fliegen. Die 1000er und die 800er hatten noch nicht ihre Erstflüge. Kommt aber auch noch. Die A350 produziert 30% weniger Lärm als die A340 und das ist ein ziemlich guter Wert. Noch zu A350. Vietnam Airlines wird ab Dezember mit ihrer A350 nach Frankfurt kommen und im Oktober kommt auch Finnair für 3-4 Tage als Probetraining nach Frankfurt. Das als kleiner Ausblick, aber das kommt dann später. Swiss wird der Erstbetreiber der C-Series von Bombardier Aerospace. Am 11. März 2009 hat Swiss 30 CS-100er bestellt. Nach langem Hin und Her ist jetzt der Punkt gekommen, wo Bombardier gesagt hat, okay, wir brauchen einen Erstkunden. Aber durch die langen Verzögerungen haben, und das muss ich jetzt ablesen, Gulf Air und Brathens den Erstkunden Beitrag abgelehnt, also sie wollten nicht Erstkunde sein, und Swiss hat dann halt auch nach längerem Zögern gesagt, okay, wir machen es halt, und deshalb kommen ab Ende 2016 die ersten CS-100er zum Einsatz. Die CS-100er sollen die Afro RJ-100er, die alten und teuren Muster, halt ablösen, und eigentlich sollten diese schon 2014 ausgemustert werden, aber durch die Verzögerung bei Bombardier Aerospace konnte das jetzt halt noch nicht passieren und deshalb wird das jetzt 2016 erfolgen. Bombardier möchte übrigens auch die CS-Series auf der Paris Air Show vorstellen und das mal gucken, was da noch draus wird. Ne? Dann ist eine Airbus A400M abgestürzt und zwar am 9. Mai in Sevilla. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, ein Werksflug von der MSN 23, eigentlich eine für die Türkei bestimmte A400M, ist kurz nach dem Start in Sevilla halt zum Absturz gekommen. Das ist die Airbus-Werft von Airbus Defense and Space, soweit ich weiß. Dabei kamen 4 Menschen ums Leben, von 6 2 Leute konnten noch gerettet werden. Es wurde direkt nach dem Start ein Notruf an die Zentrale geschickt, dass die Maschine doch bitte umkehren könne, weil anscheinend irgendein Triebwerk bzw. irgendein System einen Fehler aufgeworfen hat. Die Maschine wollte keine Platzrunde fliegen und dann wieder in Richtung 09 landen, wie sie auch gestartet ist, sondern sie wollten
eine Kehrschleife fliegen und dann Richtung 27 landen. Also ein Zeichen, dass es wirklich, wirklich großes Problem war. Das Flugzeug wurde dann aber völlig zerstört beim Aufschlag. Man hat Videos, wo man einfach nur Rauch sieht. Ich habe jetzt kein Video gefunden, wo man einfach nur den Absturz sieht. Hat wahrscheinlich keiner gefilmt. Es wurde noch keine Ursache gefunden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Vielleicht ist es inzwischen was anderes. Aber es war auf jeden Fall kein Triebwerksausfall, weil mit einem Triebwerk kann ein viertriebwerkiges Flugzeug trotzdem fliegen, wenn da ein Triebwerk ausfällt. Als der Notruf gesendet wurde, konnte die Flughafenfeuerwehr natürlich direkt los. Sie hatte gerade keinen Einsatz und ist halt direkt hingefahren, auch die Sevilla. Die Feuerwehr von Sevilla war, glaube ich, auch vor Ort. Dafür musste dann der Flughafen aber für 3 Stunden gesperrt werden, weil die Flughafenfeuerwehr eben beim Löschen dieses A400M beim Einsatz war. Und dadurch konnten natürlich keine anderen Flugzeuge irgendwie landen, weil das dürfen sie halt nicht, wegen Betriebserlaubnis. Boeing liefert seinen 100. 767 Freighter aus. Und zwar hat Boeing, ich weiß nicht an wen, wahrscheinlich an FedEx oder sowas, seine 100. Boeing 767 ausgeliefert. Und sie setzen halt auch auf diese alte Dame. Anstatt auf die 777 zu setzen und wirklich nur noch zu sagen, wir bauen 777 Freighter und 747 Frachter, machen sie halt auch noch diese dritte Spalte auf mit dieser älteren 767. Ja, ab nächsten Jahr sollen für die US Air Force die neuen 767 Tanker kommen. Diese sollen dann KC-46 Alpha Pegasus genannt werden und auf der 767-200er Variante, also auf der kleineren Variante, beruhen. Die 767 Freighter sind ja im Moment auf der 300er Variante. Das wird wahrscheinlich ziemlich cool. Auch ist es jetzt so, dass durch die General Electric Performance Improvements Package, dass dadurch der Triebwerksverbrauch bzw. der Treibstoffverbrauch deutlich nach unten gegangen ist, die KC-46 Alpha sollen dann 787 Cockpits bekommen, also umgewandelte 787 Cockpits. Und da freue ich mich drauf, das wird bestimmt Hammer, das sieht dann richtig cool aus. Dann ist es soweit, der zweite Erstflug für die A320neo. Und zwar ein halbes Jahr nach ihrem Erstflug startete am 19. Mai die A320neo zu ihrem zweiten Erstflug. Nach kleiner Verzögerung von CFM wurden jetzt endlich die ersten LEAP 1A-Triebwerke an die A320neo drangebaut. Das sind, glaube ich, auch die Triebwerke, die von Lufthansa dann betrieben werden. Der Erstflug dauerte 4 Stunden und 25 Minuten und der dritte Prototyp, die Foxtrot Whiskey November Echo Whiskey, der dritte Prototyp MSN 6419, machte diesen Erstflug. Ich weiß gar nicht, ob es sein erster Erstflug war oder ob die vorher schon mit den anderen Triebwerken geflogen ist. Hat auf jeden Fall jetzt diese Triebwerke, diese LEAP 1A Triebwerke dran bekommen. Damit sind nun beide Triebwerksoptionen für die A320neo im Einsatz und können jetzt halt geprüft werden. CFM verzichtet bei den LEAP 1A Triebwerken auf das Umsetzungsgetriebe wie Pratt & Whitney. Die haben das bei ihren eingebaut für die andere Variante von den A320neo Triebwerken. Dafür setzt CFM mit ihren LEAP Triebwerken, es gibt auch noch die 1B, die sind im Moment im Test, da komme ich aber nochmal gleich zu. CFM setzt da auf keramische Verbundwerkstoffe, was wahrscheinlich nochmal eine Laufstrecksreduzierung zur Folge hat, beziehungsweise eine Treibstoffreduzierung. Auch General Electric Aviation und SNECMA, die auch die Concorde-Triebwerke mitentwickelt haben, ersetzen halt auf diese Komponenten und damit hat man wieder so diese großen, wirklich so fast alle Triebwerkshersteller, die dann halt wieder so ein bisschen was Gleichmäßiges machen, damit man Konkurrenz hat. Die LEAP 1B-Triebwerke, die für, glaube ich, die 737 MAX vorgesehen sind, sind im Moment im Belastungstest bei CFM. Die haben nämlich immer noch ihre alte Boeing 747-200, wo sie immer die neuen Triebwerke einfach dran klatschen. Und ja, im Moment, das sieht ziemlich komisch aus, aber im Moment ist dieses CFM LEAP 1B-Triebwerk an dieser 747 dran montiert. Dragon V2 ist beim Pad Abort Test, beziehungsweise sie haben ihn voll erfolgreich bestanden und damit herzlichen Glückwunsch an SpaceX und alle, die irgendwie damit helfen, auch an die NASA. Am 7. Mai auf dem Kennedy Space Center um genau 9 Uhr startete der Prototyp das Dragon V2 bzw. Dragon Version 2, sehr einfallsreicher Name von SpaceX, aber das möchte jetzt auch hier mal gerade egal sein. Mit diesem Dragon V2 möchte SpaceX die Ära der amerikanischen bemannten Raumfahrt wiederbeleben, parallel mit Boeing. Und das war jetzt der erste Pad-Abort-Test. Der Pad-Abort-Test muss gemacht werden bei allen Kapseln bzw. bei allen Raumschiffen, die Menschen transportieren sollen, damit im Notfall ein Abort bzw. halt ein Abschuss der Kapsel halt stattfinden kann. Das
Space Shuttle hatte keinen solchen Abort-Mechanismus und man hat ja gesehen bei Challenger, dass das nicht so gut ist. Deshalb ist das Pflicht, dass das jedes Raumschiff macht. Die Soyuz hat oben ihren Raketenturm drauf und Dragon V2 hat 8 Super Draco-Triebwerke, die auch zum Landen benutzt werden. Und die wurden jetzt das erste Mal wirklich getestet. 6 Sekunden haben die Super Dracos gezündet und haben damit Dragon V2 aus der Gefahrenzone, gebracht und halt auf den Atlantik rausgeschossen. Danach wurde der Fallschirm geöffnet. Dragon V2 ist dann nach 2 Minuten auf dem Atlantik aufgekommen. Nicht hart, sondern ganz sanft natürlich. Der Test, wie gesagt, muss halt gemacht werden und die NASA ist begeistert und ich natürlich auch. Ich liebe V2, ich bin Dragon V2, sieht einfach nur geil aus und ich freue mich auf den Erstflug und ich habe mir letztens schon mal das Unveil angeguckt von SpaceX. Es ist einfach cool. Könnt ihr euch auch mal angucken. Link mache ich einfach mal in die Videobeschreibung. Ja, was man noch sagen kann, die Super Draco Triebwerke davon, die Brennkammern, die wurden aus einem 3D-Drucker rausgedruckt und SpaceX ist ja immer darauf aus, alles möglichst günstig zu machen, weil es halt ein Privatunternehmen ist und halt kein Geld in den Hintern geschoben bekommt, so wie NASA. Und dadurch ist es natürlich wichtig, dass man halt auch irgendwo was spart. Dadurch haben sie ihre Falcon 9 Rakete, haben sie ja jetzt mit Fahrwerken ausgerüstet, dass sie wieder landen können. Und deshalb müssen sie es halt günstiger machen und das ist natürlich auch gut, weil dadurch kann er nämlich eher als, ich sag mal, Laie ins Weltall fliegen, weil es halt günstiger wird. So, und jetzt noch zu den Kurznachrichten. Ich habe heute, das möchte ich direkt sagen, ich habe heute keinen Höhenflug vorbereitet, weil ich hatte jetzt nicht so viel Zeit und ich muss das jetzt auch noch ganz, ganz schnell noch schneiden. Und deshalb kommt nächsten Monat wieder ein neuer Höhenflug, aber diesmal leider nicht. Sorry, Leute. Wir kommen zur A350 und wir gehen zurück nach München, denn Qatar Airways und jetzt könnt ihr es euch schon denken, Qatar Airways möchte eine A350 nach München einsetzen. Ab dem 1. Oktober wird die erste A350 den Morgenflug der 787 ersetzen und ab dem 1. November dann auch den zweiten täglichen Flug. Singapore Airlines hat eine A380 Sonderlackierung, die ziemlich, ziemlich geil aussieht. Und zwar zu ihrem 50. Geburtstag haben sie die 9 Victor Sierra Kilo India umlackiert zu einem ziemlich freshen Flugzeug, wie ich finde. Sie gefällt mir sogar fast besser als die Standardlackierung, als die Normallackierung und ich hoffe, dass sie auch mal bald in Frankfurt ist, damit ich sie mal sehen kann. Was ich auch noch nicht gesehen habe, ist die 747-8, die Retro-Variante von Lufthansa, muss ich auch nochmal angucken, gucken, ob ich die irgendwann auch nochmal vor die Linse bekomme. Und zuletzt übernimmt Delta, Delta hat gestern ihre erste, beziehungsweise die erste A330, 300, 200, 42 Tonnen Variante übernommen. Ich habe ja, ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal darüber ein bisschen was erzählt und deshalb jetzt halt die Kurznachricht. Bereits jetzt die erste Übergabe, das heißt, die FAA-Zulassung wurde zum Beispiel jetzt auch erst Mitte Mai erteilt und jetzt wurde schon die erste 330, 242 Tonnen Variante übergeben. Delta ist halt sehr, sehr stolz, den ersten Flieger zu haben und noch 9 weitere Folgen für Delta. Und ich glaube, ab jetzt wird jede A330 die 242er Tonnen. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube schon. So, und dann noch zu den EDDF-News. Und da habe ich nur eine große eigentlich. Ihr könnt mal hier kurz gucken. Da 500.000 Upload-Aufrufe, beziehungsweise 500.000 Aufrufe. Und da möchte ich jetzt nochmal hier kurz so, wie ich das damals bei 200.000 gemacht habe, wo ich mich das erste Mal vor der Kamera gezeigt habe. Das ist mir vorhin wieder aufgefallen. So, oh. Ja, 500.000 Aufrufe. Das ist krass, Leute. 500.000. Und ich realisiere das noch gar nicht so wirklich. Das ist wirklich Hammer. Hammer, Hammer, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll, weil es ist auch heute erst zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist heute, genau heute. Und da habe ich euch natürlich direkt mal mit einer geilen Shortzin von gestern versorgt mit der Greenland Group China Eastern A330. Sieht ziemlich geil aus. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Schaut es euch auf jeden Fall an, kommt im Outro auf jeden Fall dran. Dann könnt ihr nämlich bis dahin noch warten. Ja Leute, wenn ich sehe, wie ihr das Amerika-Video feiert, dann finde ich das richtig geil. Danke für jedes Like, für jeden Like, für jedes Abo, für jeden Klick, für alles, Leute. Danke, danke, danke. Ich war nämlich vor dem Amerika-Video, weil ich so voll skeptisch war, soll ich das jetzt machen, soll ich das raushauen, soll ich es lieber lassen, weil, ich weiß nicht, das ist halt mal wieder sowas komplett anderes gewesen, aber wenn das jetzt ein paar Tage draußen ist, wie ihr darauf einfach abgeht, das ist einfach nur cool zu sehen und deshalb nochmal danke.
dafür. Dann noch zu ein paar anderen Videos, die jetzt kommen, so ein bisschen Vorausblick, wieder mache ich ja immer so ein bisschen. Und zwar wird, weil das Spotting-Video jetzt auch so gut ankam, das letzte, werden jetzt auch wieder ein paar mehr Spotting-Videos kommen. Ich habe jetzt nur noch 3 Klausuren dieses Schuljahr und das heißt, danach kann ich wieder ein bisschen mehr spotten gehen. Die FlyX-Folge, die neue von Frankfurt nach Nairobi mit einer MD-11, kommt demnächst. Eigentlich vorgeschrieben 747-400 oder MD-11. Ich habe mich jetzt für die MD-11 entschieden. Das zweite Happy Landings-Video kommt auch noch bald, aber da erzähle ich gleich nochmal zu was. Natürlich kommen auch viele, viele Short-Scenes, weil je mehr ich spotten gehe, desto mehr Short-Scenes kann ich natürlich auch hochladen. Wenn ich die 3 Klausuren geschrieben habe, dann habe ich wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit für den Kanal. Das heißt, vielleicht wird dann die Datenbank mal wieder komplett überholt. Zum Beispiel die Katar-Seite habe ich, ich glaube, seit ihrer Erstellung nicht mehr angerührt. Das wird natürlich alles wieder neu gemacht, beziehungsweise alles überholt. Die Lufthansa-Datenbank wird einmal komplett aufgeholt. Da wird wahrscheinlich die Datenbank 3 oder 4 Tage einfach mal down sein, damit ich da schön dran arbeiten kann. Dann sind jetzt auch schon 173, beziehungsweise mit diesem Video 174 Videos auf diesem Kanal und ich erinnere mich, im Juli 2014 hab ich das 100. Video hochgeladen. Also ich habe jetzt in knapp einem Jahr 100 Videos fast hochgeladen. Das ist ziemlich krass. Ich muss gucken, dass ich noch mehr Videos hochlade, dass ich bis Juli 2015 200 habe. Damit ich einfach sagen kann, ich habe in einem Jahr 100 Videos hochgeladen. Beziehungsweise wenn ich es nicht schaffe, kann ich immerhin sagen, ich habe es fast geschafft. Und das ist ziemlich krass, weil davor habe ich 100 Videos in 3 Jahren gemacht. Dann natürlich nochmal was zu FlyX, denn zu FlyX erzähle ich gerne was. Wie gesagt, Nairobi kommt demnächst. Die Folge danach könnt ihr ja abstimmen immer noch. Ich sag mal so, es ist eine halbwegs klare Mehrheit für die Condor-Folge. Ich glaube, bisher 20 Vorschläge für die Condor-Folge. Wo ich auch 20 Vorschläge habe, ist die Dubai-Folge mit der A380 nach Düsseldorf. Leute, ihr könnt mir 100.000 Mal dahin schreiben, dass ich mit der A380 von Dubai nach Düsseldorf oder andersrum fliegen soll. Ich kann nicht. Die 380 ist im Moment kaputt. Es gab dann auch so ein paar Schlauben, ich möchte jetzt keinen Namen nennen oder sowas, die haben dann einfach gesagt, als Flugzeugvorschlag die 330 und schreiben unten hin, bitte mit der 380 fliegen. Leute, sie funktioniert nicht und deshalb kann ich sie auch nicht verwenden. Falls sie funktioniert, kann ich die Folge machen, ansonsten nicht, möchte ich direkt sagen. Was ich aber machen kann, ist eine Cityhopper-Folge zum Beispiel mal. Mit, keine Ahnung, falls die CRJ dieses Jahr noch rauskommt von Aerosoft, habt ihr Bock auf eine Cityhopper-Folge? Dass ich einfach mal so eine Mega-Folge nicht mit zwei Parts, sondern keine Ahnung, mit 6 Parts, 7 Parts, 8 Parts, sowas, wo wir einfach so ein bisschen durch Europa durchcruisen oder zum Beispiel mal eine Cargo-Tour, keine Ahnung, vielleicht die MD-11 Cargo-Tour von Pilots einmal nachfliegen. Das wäre doch eigentlich mal eine ganz lustige Idee. Weltumrundung kommt auch noch, aber die kommt erst im Dezember, die machen wir wahrscheinlich dann als Adventskalender oder sowas, aber das ist natürlich noch ewig hin, denn wir haben nicht mal Juni, beziehungsweise wir haben jetzt schon Juni. Ich habe jetzt schon wieder so viel gelabert, das steht hier nämlich auch noch drauf, dass, wie gesagt, ich hatte keine Zeit wirklich für den Höhenflug hatte. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und dafür kann ich halt vielleicht heute nochmal eine Short ziehen oder sowas hochladen, kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe, weil ich eigentlich nochmal zum Flughafen wollte, um noch ein bisschen da zu spotten. Ja, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Es war jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel ich hier nicht rausschneiden muss und sowas, ein relativ mittelmäßiger Monatsrückblick, wahrscheinlich so keine wieder 20 Minuten oder sowas, versuche ich ja immer so um den Dreh so zu halten. Ich habe mich sogar relativ wenig versprochen, das letzte Mal musste ich keine Ahnung 10 Minuten da rausschneiden, nur weil ich mich die ganze Zeit versprochen habe. Heute ging's und darum bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass ich mit dir ein bisschen mehr labern konnte. Was ich auch noch erzählen wollte, das fällt mir nämlich jetzt erst wieder ein, zu Happy Landings. Ich hatte eigentlich noch eine fette Happy Landings Nachricht noch drin, dass die jetzt einfach einen Simulator drin haben und ich da 100.000 Sachen wieder erzählt habe, dass ich ja schon ewig nicht mehr war und sowas. Aber ich habe mir gedacht, Leute, das interessiert euch wahrscheinlich alle eh nicht, weil ihr teilweise nicht aus Frankfurt kommt. Und deshalb dachte ich mir, ich packe einfach mal den Link unten in die Beschreibung rein, denn dann könnt ihr da mal gucken, was es da so gibt. Denn die haben einen neuen Heli-Simulator, die Bell UH1 Yui, falls euch Heli-Fliegen interessiert. Schaut da einfach mal rein, wenn nicht, könnt ihr da auch zum 37 etc. fliegen. Nur so als kleine Werbung. Das war's für heute. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen angenehmen Abend, egal wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Jo Leute, willkommen in der Endcard. Links oben geht es zum Video von der letzten Woche und zwar zur Ankündigung zu unserem Amerika-Sommer-Trip und rechts unten geht es zur China Eastern A330 Short Scene. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage bis dann. Ciao!